Ja, ich glaube, das bringt mir auch einiges mehr. So, ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu Half-Life E7 Blackstar. Ist ein bisschen her, wo ich das gespielt habe. Ungefähr 24 Tage. Ich habe wieder ein bisschen vorproduzieren müssen. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Anscheinend ist hier was in dem Container. Ja, ein bisschen Heilung. Und ein bisschen was Unwichtiges. Obwohl. Ah, es sind Granaten, aber wir haben anscheinend Granaten voll. Anscheinend sind die Kisten der Mod nicht so gut gefüllt. Dann ist jemand tot. Okay, hier können wir hoch. Okay, dich haben wir. Ja, da oben ist Heilung, die ich ein bisschen nötig habe. Obwohl, wir können ja erstmal da hinten die Leute ausschalten. Oh Gott, da muss ich mal gucken, wir haben hier Röhren, die in Radioaktivität schwimmen, oder wir haben einen irgendwie leichteren, schönen Ausweg. Obwohl ich von den Röhren sehr angetan bin, muss ich erstmal hier gucken, was sonst so alles ist. Zack, 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 zack. Hier haben wir noch mehr radioaktive Röhren. Nein, aber ich bin reingefallen. Ich bin nochmal reingefallen. Okay, Half-Life Movement, we know it. Nein! Oh, komm, okay, das ist. Boah! Half-Life Movement ist Krebs as fuck. Oder stopp. Die Clip-Brushes sind vielleicht in dem Level ein bisschen scheiße auf den Röhren. Gut, okay. Soweit bisher noch keiner, der mich hier irgendwie umbringen möchte. Hallo? Was ist mit dir? Möchtest du mich hier vielleicht irgendwie... Möchtest du mir irgendwie weiterhelfen? Gut, dann halt nicht. Aber ich werde dich nicht umbringen, weil du mir vielleicht auch nützlich sein kannst. Wenn ich herausfinde, dass du es nicht bist, dann töte ich dich. Ja, ich hab's ihm gesagt. Er war mir nicht wichtig. So wie persönlich als auch im Geschäftlichen. Hier ist es schon wieder, dieser blinkende Boden. Was ist das? FL Studio mit einem schlechten Synthesizer? Okay, der Witz war echt scheiße. Oh shit. Oh shit. Okay, sieht aus, als wären wir im Finale. Und warum habe ich beim Speichern solche Einbrüche auf einmal? Habe ich mir irgendwas falsch eingestellt? Ich nehme mal dann nicht. Wo ist mein Gefunden? Das kann man halt ausmachen. Okay, let's do this shit. Find and eliminate Dr. Smirch. Thank you.
Nein, okay, scheiße. Oh. You need to destroy the machine gun if you want to get go further, whatever. Ach du Scheiße, okay, ich weiß, was sie mit Machine Gun meinen. Tüdelü. Okay, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, da oben ist es. So, you need to destroy the machine gun. Oh Gott! Ja, ich sehe es schon. Okay, der war ziemlich fuck daneben. Ich teste nur gerade, wo ich so ein bisschen hinaimen muss, aber... Okay. Das bringt mich alles nicht so sehr weiter. Okay, gut. Okay, das auch nicht. Soll ich es vielleicht mal mitziehen? Ziehen, probieren? Ja, ich glaube, das bringt mir einiges mehr. Gut, ich glaube, so geht die nicht kaputt. Okay, ist gut. Ihr müsst mir nicht beweisen. Hilfe. Okay, okay. Ich hab's ja begriffen. Ich habe es ja begriffen, dass wir eine ziemlich heftige Artillerie da oben stehen haben. Aber ihr müsst mir nicht alle 10 Sekunden um die Ohren feuern. Oder vielleicht doch. Ich will eigentlich nur dazu bringen, dass er mir hier... Hat das was gebracht? Aber anscheinend... Nee, okay, es bringt nichts. Oh, da ist der Doktorius. Hey du, schieß mal hier drauf. Okay. Chate, chate. Und ich meine, ich muss die Maschinen gar nicht kaputt machen.
kommen denn jetzt die Loser auf einmal wieder her? Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das halt zerstören kann. Wir haben da so ein bisschen was an dem Problem. Ich habe vor allem mega wenig Leben. Och wow. Vielen Dank auch, dass ihr mir das jetzt beibringt. Okay. Das hat sich ganz schnell erledigt. So, endlich! Nach 10 Minuten in diesen Müll geschafft. Ach Gott, ach Gott. Und jetzt, c'est le grand finale. Direkt, Doktor. Mission is accomplished. Von einem Testsubjekt zum ziemlich krassen Gewinner. A la GLaDOS. Oh Gott, und guck mal, was wir bekommen haben. Wir haben endlich diese Waffe bekommen. Was macht die? Was? Hä? Okay. Dann töte ich mich damit teilweise selber. Ich weiß nicht warum, aber ich töte mich damit selber. Okay, coole Waffe. So, und jetzt verschwinden wir mit dem Helikopter, nehme ich an. Gut, und mehr passiert ja eigentlich auch nicht, außer dass jetzt die Kamera tausendmal um den Helikopter herumloopt. Damit würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem neuen Half-Life-Projekt. Ich dachte wirklich, es geht ein bisschen länger. Ich glaube, wir haben jetzt sogar eine Folge weniger wie Half-Life as a Sheep. Was 15 Folgen waren, das hier sind jetzt 14, soweit ich weiß. Hat mir sehr gut gefallen. Tolles Design, tolles Modeling, neue Sounds, alles dabei. Und um es kurz zu fassen, ich gebe der Mod ein solides 9 von 10. 9,5 von 10. Oh, guck mal, es passiert sogar doch noch was.
Okay. Bisher ist es nur ein schwarzes Screen. Ich rede einfach mal drüber. 9,5 von 10. Und die 0,5, die fehlen. Oh, guck mal, wir sind im Hauptmenü. Die fehlen mir einfach so ein bisschen. Okay, es ist schwer zu erklären. Die fehlen mir einfach so ein bisschen. Okay. Fehlt mir so ein bisschen beim Nicht-Horror sein, weil ich mag ein Horror und die 0,5 Punkte gibt's Abzug, weil es Horror war. Teilweise so ein bisschen und das hat mich schon erschreckt und ich mag das nicht. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Half-Life-Projekt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao.